Das ist Alex, mein Schminktisch, und der sieht gerade so aus. Und da ihr alle eine Tour haben wolltet, musste ich ihn für euch aufräumen, damit er so aussieht wie auf Pinterest. Und zwischendurch war ich auch echt verzweifelt, weil das so viel Arbeit war. Aber schaut am besten einfach selbst. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sollte das hier ein London-Vlog werden, weil ich war ja in London und ja, ihr habt auch mein Packing-Video gesehen. Und da hatte ich in London Magen-Darm und ich war die ganze Zeit nur am Kotzen, 20 Mal. Und das hätte ich für euch nicht vloggen können. Deshalb gibt es ja keinen London-Vlog. Schade, aber ich mache jetzt eine Schminktisch-Tour, weil ganz viele fragen immer, ob ich mal meinen Schminktisch zeigen kann. Und der Schminktisch ist eigentlich immer so der Tisch, wo ich alles drauf ablege und der unordentlichste Ort in meinem Zimmer, Leute. Ihr habt ja gerade schon gesehen, wie es aussieht, die Lage gerade. Ich muss immer ein paar Sachen ausmisten, weil ihr fragt doch immer nach meinen Lieblings-Make-up-Produkten und so. Und ich habe halt alles in so einer Kiste hier gerade drin. Das ist halt auch alles total dreckig und eklig und das wollt ihr nicht sehen. Und mein ganzes Zimmer ist auch noch unordentlich, aber über den Teil reden wir jetzt nicht, weil da liegt ja noch mein Koffer und so und die Sachen, die ich gekauft habe in London. Ich habe meinen Koffer noch nicht aufgeräumt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe aber mir so ein paar Sachen noch geholt, um meinen Schminktisch besser zu organisieren. Vielleicht sage ich euch ja erstmal, woher mein Schminktisch ist. Also, der ist von Ikea, der heißt Alex. Das ist Alex, sagt hi. Und das ist halt dann der passende Schrank und der heißt dann natürlich auch Alex. Ich habe da meinen Schminktisch drauf, der ist von Amazon. Ich verlinke den euch mal unten in der Infobox. Das ist echt cool, ich mag den voll gerne. Weil, schaut mal, man kann den hier so verstellen. Also man kann hier das Licht einstellen, das ist jetzt so ein kaltes Licht. Das ist ein warmes und das ist halt noch wärmeres Licht. Ich benutze eigentlich immer das hier zum Schminken, weil ich mag diese anderen irgendwie nicht. Da sieht man scheiße aus. Und dann kann man das halt hier dunkler machen, wenn man es gedrückt hält, und heller machen. So ist ganz hell. Hier, das war mein Stativ. Und hier in der Box, da waren eigentlich Taschentücher drin. Das ist natürlich so eine Tissue-Box, aber die sind leer. Jetzt soll ich die aber auffüllen. Und das Ding, das ist auch von Amazon, das hat auch voll lange gedauert, bis es angekommen ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an und räumen das erstmal alles runter. Und dann gucke ich, was ich brauche und was ich nicht mehr brauche. Ich sortiere jetzt aus, was ich nicht mehr brauche. Okay, ich glaube, ich fange hiermit an. Oh, das ist so meine Krimskramschublade. Da schmeiße ich einfach alles immer rein. Meine Lieblingsmethode. Ich habe hier meinen Wäschekorb, da kommt alles rein, was ich noch haben will. Und hier habe ich meinen Müllsack hingehangen, da kommt alles hin, was weg muss. Fangen wir an. Guck mal, ich habe alles leer. Bah, das sieht so eklig aus. Ich habe überall Haargummis rumfliegen. Ich sortiere die jetzt hier in diese Container. Ich sehe mir jetzt die ganzen Container hier am Sauberwischen. Manchmal geht dieses Make-up einfach nicht ganz ab, aber egal. Ich gehe jetzt hier mit diesen Desinfektionstüchern durch und dann versuche mal die schön anzuordnen. Und es ist der letzte Horror. Ich weiß nicht, wo ich was hintun soll. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich zu viele Concealer habe. Oh, und guck mal, was ich gefunden habe. Meine Handyhülle für Weihnachten. Ich glaube, ich mache die gleich an mein Handy dran, weil jetzt ist November. Und ich finde, man muss Weihnachten früh anfangen, sonst ist es schnell wieder vorbei. Tada! Ist dran gemacht. Guck, sieht super süß aus. Passt. Matching. Ich bin fertig! Endlich! Ich habe mich ein bisschen übernommen, bin ich euch ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Es ist jetzt einfach schon dunkel draußen. Ich musste meine Lampe anmachen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal meine ganzen Sachen, die auf meinem Schminktisch stehen. So sieht's aus im Ganzen. Warte, ich muss noch ein bisschen weiter zurückgehen. So sieht's aus mit dem ganzen Pink. Hier oben hängen ja noch meine Bilder, aber das kennt ihr ja schon. Und dann habe ich hier zuerst dieses runde Drehdings. Ich nenne es immer Drehdings. Also hier unten habe ich meine ganzen Haarsachen hingetan. Die habe ich mir aus London mitgenommen. Das ist so ein Leave-In-Conditioner. Und ein Hair Oil in Travel Size und die sind voll gut. Also ich probiere die gerade ein bisschen aus. Und da hinten ist mein Jisoo Haaröl. Das mag ich aber auch noch gerne. Und dieses Jisoo Haarparfüm, das riecht so gut, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut dieses Haarparfüm riecht. Und vor allem das hält den ganzen Tag. Ich habe einmal Haare gewaschen und hat danach das immer noch gerochen. Das ist echt gut. Und hier oben drüber habe ich mein Make-up. Weil es einfacher ist, dann kann ich es mal hier rausnehmen. Einmal das ist gut, das hier auch. Und hier mein Augen-Make-up-Entferner. Also das ist der einzige, der mir wasserfestes Augen-Make-up entfernt, ohne dass meine Augen danach abbrennen. Und dann hier neben ich meine Bronzing-Drops. Einmal von Drunk Elephant. Die sind fast leer. Und das ist fast das gleiche. Das ist so ein Glow-Enhancer von Fenty Beauty. Der ist aber auch gut. Also die hier machen noch ein bisschen mehr braun. Und dann hier drunter habe ich mein Sol de Janeiro. Hier die Bam Bam Cream.
Hier hinten ist noch dieses Nummer 68. Das riecht voll gut. Ich liebe mal das Rosane sogar noch mehr. Hier habe ich dann all meine rosanen Sachen. Hier habe ich Toner, also so eine Toning Solution von Glossier. Und da hinten ist mein Glow Receipt. Das hier, das sind so kleine Samples, die habe ich mal von Drunk Elephant bekommen. Das ist irgendwie so ein Skin Oil. Und die fand ich voll süß. Und das sind so zwei Twins, habe ich mir hingestellt. Und hier, das ist auch von Glossier. Das ist so ein Moisturizer. Und das ist schön rosa. Also die Skincare von Glossier sieht so schön aus. Für hier unten drunter meine Gesichtsmasken. Die sind von Yepoder. Und hier neben habe ich dann noch mehr meine Yepoder Skincare Sachen. Also es sind halt so Lotions und Serums. Und hier, da ist mein Wimpernserum. Das beste Wimpernserum, was es gibt. Wenn ihr das in eurem DM seht, rennt dahin. Kauft drei davon. Das ist so gut. Meine Wimpern, man sieht nach einem Tag einen Unterschied bei mir. Ich habe hier oben aber noch Sachen. Hier ist mein Chanel Bronzer. Alle fragen mich, ob der gut ist. Ich finde den voll gut. Also ich benutze ihn nicht so oft wie mein Bronzer von Charlotte Tilbury. Aber der ist trotzdem gut. Und hier habe ich noch ein paar schöne Haarklammern. Die sind von Breezy Bay. Hier auch mit dem Schmetterling. Hier habe ich meinen Lippenbalsam von Nukes. Und hier meine Glossier Balm.com. Hier ist einmal der Birthday und hier ist Coconut Balm.com. Und hier habe ich meine Taschentücherbox, wird wieder aufgefüllt. Hier ist mein Schminktischspiegel, hab ich ja schon gezeigt. Und hier habe ich noch, einfach weil es schön aussieht, dieses Mavi Duschgel von Boss. Hier das, das ist von Too Faced, dieser Lip Injection Lip Balm. Aber der brennt so doll auf den Lippen. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber ich kann das fast gar nicht benutzen. Und dann hier ist mein Facial Spray von Mario Badescu. Hier sind meine Pinsel in diesem schönen Glas. Hier ist noch so ein Gua Sha Roller Ding. Hier finde ich einen kleinen Spiegel, den finde ich voll schön. Und der ist voll praktisch, wenn man sich mal so näher dann sehen will. Hallo. Den kann ich euch auch verlinken, der ist von Amazon. Und hier meine Haarbürste, die ist auch von Amazon. Und dann habe ich hier, ich nenne es auch meine kleine Apotheke, weil ich habe hier so Pickelsachen halt drin, die ein bisschen so stärker sind. Wisst ihr, was ich meine? Also hier habe ich einmal meine Acne Derm Sachen. Die Creme, meine Lifesaver-Creme hier hinten, diese mit dem Zink drin, meine Pimple Patches und hier hinten sind halt noch so ein paar andere Lotions, Masken und das mein Testbräuner fürs Gesicht von Coco und Eve. Und hier drin habe ich all meine Wattepads. Hier sind wiederverwendbare Wattepads und diese normale. Dann habe ich Wattestäbchen hier und hier unten drin, warte, das geht ein bisschen schwer auf, sind meine Kontaktlinsen. Und habe ich meine Kerze noch angezündet. Spiced Apple Toddy. Dann habe ich hier jetzt mein kleines Regal. Also, im ersten Ding. Oh, es ist endlich aufgeräumt. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mir gewünscht habe, endlich mal aufgeräumte Schubladen zu haben. Also habe ich hier, ich weiß nicht, ich war ein bisschen paranoid und dachte irgendwie immer, ich hatte keine durchsichtigen Haargummis mehr. Und immer wenn ich in Deutschland war, habe ich dann welche mitgenommen. Und jetzt habe ich 1 Million durchsichtige Haargummis. Also ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug. Hier neben habe ich dann noch so ein paar Haartools, wie Topsy Tails oder hier so eine Toupierbürste. Hier ist mein AirPod Cleaning Ding. Hier sind Bilou-Kaugummis, Haarperlen. Und hier ist noch so ein bisschen Krimskrams-Zeug. Giddy-Balsam für meine Hände. Zum Turnen. Hier sind all meine Breezy Bay Claw Clips. Ihr müsst mal vorbeischauen, wir haben so viele schöne neue Claw Clips. Ich liebe die, vor allem auch hier die großen, weil dann passen da endlich mal all meine Haare rein. Und die habe ich jetzt alle hier reingetan, auch so kleine. Benutze ich auch mal, wenn ich meine Skincare mache, kommen meine Haare nicht in den Weg. Also ihr müsst echt mal vorbeigucken, sind die alle so süß, auch die Karierten hier. Und dann habe ich hier meine ganzen anderen Haarsachen. Also hier ist mein Leave-In Conditioner von Sol Janeiro. Meine Haare riechen danach immer so gut. Ich liebe den. Meine Haarnudel, auch von Breezy Bay. Mein Lieblings-Haartool. Ich verlinke ich Breezy Bay mal unten in der Infobox. Weil zum Beispiel hier das Haarmäppchen davon ist auch davon. Also es ist nicht nur für Haare, sondern Kosmetikmäppchen. Warte, ich mach's mal auf. Haben wir noch in anderen Farben. Und es ist abwaschbar. Ist immer gut für mich. Und dann hier drin habe ich so ein paar Haarclips. Einfach alle, die ich immer so brauche. So, wieder rein damit. Und hier sind meine Rollers, die bei mir nicht funktionieren in den Haaren. Deshalb habe ich die einfach hier mal reingeschmissen. Weil ich manchmal so eine schwache Minute habe und es trotzdem nochmal ausprobiere. Obwohl ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Und dann hier unten sind all meine Haartools mit Hitze. Und Hitzeschutzspray. Und ja, das war's mit diesen Schubladen hier. Ah, guck mal, wie schön das aussieht. Das ist endlich aufgeräumt. Ah, so aufgeräumt war es noch nie, glaube ich. Ich habe hier meine ganzen Lidschattenpaletten. Also hier ist das Highlighter, Lidschatten, noch mehr Lidschatten, noch mehr Lidschatten. Hier sind so ein paar Haarringe drin. Sonnenbrillen. Dann, das ist so ein Mini-Staubsauger.
Da kann man so auf dem Schreibtisch saugen. Das ist echt voll cool. Ich mache es auch manchmal in meinen Handtaschen dann drin. Dann habe ich hier so ein paar Oil Control Papers. Ihr seht, da habe ich auch wieder gedacht, die werden leer. Und jetzt habe ich ganz viele davon. Also die hier auch. Hier sind so ein paar besondere Sachen. Das ist so Hautkleber, so ein kleiner Pinsel, Nagel. Nee, das ist Wimpernkleber. Und dann Haargummis. Hier ist meine Apple Watch. Und noch verschiedene Bänder für die Apple Watch. Meine Lieblingscreme, die ist für alles. Die kann ich fürs Gesicht benutzen, die manchmal, für meine Hände. Und hier, das ist so Creme aus der Apotheke für meine Blasen, wenn ich turnen gehe und die beim Barren aufgehen. Ja, das war's mit der Schublade. Und jetzt kommen wir zu meinem Make-up. Ich habe es jetzt hier schön organisiert mit diesen durchsichtigen, wie nennt man das? Boxen? Ja, also hier habe ich erstmal meine kleinen Schminkpinsel. Ich hatte die sonst da drin. Aber da sind die immer so untergegangen, habe ich sie nicht gefunden. Und hier, die finde ich immer gut, die so ein bisschen so abgeschrägt sind. Dann habe ich hier so meine ganzen Primer. Also hier, den mag ich voll gerne, der ist von Benefit. Dann habe ich hier noch so ein paar extra Sachen, wie das ist so ein Ding, damit kann man seine Wimpern nach der Wimperntusche so auseinander trennen. Dann habe ich hier meine Wimperntuschen, meine Lieblingswimperntuschen. Also gerade ist die hier mein Favorite, die ist von Benefit, der Real Magnet. Und die machen echt voll gute, lange und dicke Wimpern. Dann das sind meine ganzen Augenbrauensachen. Einmal hier gerade den Kleber benutze ich immer täglich von Gotta-B. Aber sonst wechsle ich auch zwischen dem und den hier von Benefit. Das ist mein Lip Liner. Der muss eigentlich hier rein, aber da geht der immer so unter. Das ist mein Lieblingslip Liner von Charlotte Tilbury. Ich glaube, das ist die Farbe Pillow Talk. Dann habe ich hier daneben meine Bronzing-Sachen und meinen Blush und Highlighter. Also das hier ist Bronzer von Milk. Das ist mein Lieblings-Bronzing-Stick von Charlotte Tilbury. Mein Blush, den ich immer benutze, von Milk. Und das ist mein Lieblings-Highlighter-Stick, den kann ich auch noch zeigen. Der heißt Highbrow Duo Pencil von Benefit. Und dann habe ich hier meine Concealer. Ich glaube, ist das hier mein Favorite. Best Skin Ever von Sephora. Und hier habe ich halt so ein paar Puder-Sachen, wie der Hoola Bronzer von Benefit. Das Puder mag ich voll gerne. Das ist so ein Foundation-Puder. Hier ist noch mehr Blush, meine Wimpernzange. Und hier sind dann auch so ein paar Wimperntuschen, die wasserfest sind. Oder so blaue Wimperntusche oder schwarze Wimperntusche, die ihr so ganz dunkel macht. Also verschiedene Sachen, die ich nicht so oft benutze. Hier habe ich also Augenstifte, also wie so Kajal. Das ist mein Lieblings-Eye-Pencil von Essence. Ich glaube, die ist die Farbe Hot Chocolate. Und die ist voll gut, also benutze ich mich jeden Tag. Und hier sind meine Lip-Produkte. Hier ist ein roter Lip-Liner. Das hier mag ich voll gerne, das benutze ich immer. Von Charlotte Tilbury, Airbrush heißt das. Also macht so ein bisschen matte Lippen. Und dann habe ich hier hinten noch so ein paar Wimpern. Benutze ich so oft Wimpern, aber manche für so Karnevalskostüme mäßig. Oder für Halloween habe ich die benutzt und da fand ich die eigentlich ganz cool. Und hier habe ich ganz vergessen euch zu zeigen, ist noch mein Fixing Spray, Make-up Forever. Das ist mein einziges Fixing Spray, was ich habe und was ich ausprobiert habe. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Also ich finde schon, dass es damit besser hält. Ja, das war's mit dem Make-up. Ich bin jetzt so froh, dass ich es endlich aufgeräumt habe. Das Video war eigentlich ganz gut für als Motivation, dass ich endlich mal aufräume. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Vielleicht habt ihr ein bisschen Inspo bekommen. Und ich packe euch alles unten in die Infobox. Also, was ich so gesagt habe, was ich da rein tue. Wie zum Beispiel hier meinen Schminktisch, meinen Schminkspiegel. Also alles, was ich finde eigentlich. Und ja, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr müsst einfach nur unten auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann seid ihr Teil der Marvi Family. Okay, das war's mit dem Video, Leute. Sehen uns bald wieder. Bye, bye. Ciao, ciao.